Hallo liebe Minecraft-Freunde, zurück zu Minecraft. So, ihr seht schon, wir stehen vorm Krankenhaus und es wird gerade dunkel. Die Aufnahme startet und ich lege mich erstmal direkt ins Bett, ab in die Falle mit mir. So, oh, bin ich müde. Ah, oh, ist bestimmt eine kurze Nacht. Ah, oh, da bin ich schon wieder wach. So, ich will jetzt nicht sagen, ich war fleißig, aber ich habe schon mal ein paar Fenster hier reingeknallt, wie ihr seht. Die waren in der letzten Folge noch nicht da. Da muss ich mir die Fenster gleich mal von innen nochmal anschauen und ich habe hier so ein, ja, ich will es mal Hubschrauber-Landeplatz nennen, aber irgendwie gefällt mir das H nicht wirklich. Ich weiß es nicht. Das sieht nicht aus wie ein Hubschrauber-Landeplatz, das sieht eher aus wie, ja, aus einem Buchstabensalat rausgefallen. So, aber da kümmern wir uns nochmal in 10 Jahren drum. Nein, schauen wir mal. Erstmal gehe ich mal hier rein und gucken wir mal die Fenster an. Hier haben wir auch noch die Infotafel. Die muss ich auch noch befüllen, weil hier weiß man ja gar nicht, wo was ist hier. So, mal die Fenster abchecken. Ja, von hier passt das schon. Nur mit den Etagen hier oben, da habe ich so, ja, klitzekleine Probleme gehabt hier mit den Fenstern, wie ihr es jetzt seht. Seht ihr? Hier waren nämlich vorher so Bücherregale, die musste ich weghauen hier vorne. Leider. Die mussten weichen. Und hier auf der Toilette, da kann ich natürlich keine Fenster reinziehen. Also gehen die Fenster nur bis hier. Dasselbe Spiel müsste eigentlich genauso oben aussehen. Ich hoffe es. Nicht, dass das jetzt anders aussieht. Ah, es müsste aber passen. Das Fenster geht auch bis hier. Genau. Ich hätte die gerne, die Fenster, dass die so komplett lang gehen bis hierhin durch. Ah, da müsste ich das Schild wegnehmen. Da müsste ich hier noch was verändern. Aha, da weiß ich noch nicht, ob ich das alles mache. Ach ja, und den Fernseher, den habe ich auch. Den Plasma hier, den habe ich hier an die Wand geknallt. Der hing ja vorhin da. Aber die Fenster, die haben Vorrang, deswegen musste der weichen. So, dann mal wieder runter hier. Meine Güte, ist ja ein richtiges Fitnessprogramm. Wir sind hier eine richtige schlanke Nudel. So, dann gehen wir mal einmal wieder raus. Damit ich euch noch ein bisschen zeigen kann, was ich gemacht habe. Ja, nicht viel, nur ein bisschen. Ich habe hier das Grundstück dann eingegrenzt, wie ihr seht. Und auf der anderen Seite habe ich genau dasselbe gemacht. Na, wenn ihr jetzt denkt, ja, da fehlt aber ein Stück. Nein, das ist so gewollt. Ihr führt doch die Straße durch und kriegt hier den Anschluss. Ne? Straßenanschluss. So, und die Fenster, die sehen so von außen aus. Ich weiß noch nicht, ob mir das so gefällt. Ich hätte eher lieber, dass die Fenster so ganz rumgehen. Aber jetzt ist es so. Ich hätte sogar, oh, jetzt mache ich mir so viel Vorwürfe, meine Güte. Ich hätte auf jeden Fall, oder eventuell sogar die Fenster, am Anfang erst setzen sollen und dann die Räume ausstatten sollen. Ja, wäre einfacher gewesen. Jetzt habe ich den Salat, jetzt muss ich das auf der Seite natürlich genauso machen. Ich kann jetzt nicht hier die Fenster anders machen, also länger machen. Das sieht ja da nicht aus. Das sollte schon halbwegs gleich aussehen. So, und was machen wir denn heute in der Folge? Erstmal ziehe ich mal ein bisschen die Mauer hier hoch. So. Vielleicht kümmere ich mich nochmal um den Hubschrauber-Landeplatz. Weil irgendwie sieht er mickrig aus. Ich dachte so, ein H ist schon cool, das sieht man ja öfter so als Heli-Landeplatz. Aber irgendwie mein H sieht aus wie, ja, das H wie von, was weiß ich. Auf jeden Fall sieht es nicht so aus wie so ein Landeplatz. Leider. Schauen wir mal nach nochmal. Ich gucke mal, was ich da so verändern kann. Erst war es nur ein H. Und dann habe ich hier am Ende noch hier diese blauen Teppiche hier reingeballert. Weil mir erschien das so mickrig, das Haar hier. So. Zack, zack. Nicht verwechseln mit dem Haar auf dem Kopf, ne? Leute von heute. Es ist ein bisschen sehr einfach gehalten, finde ich. Obwohl einfach ja nicht schlecht ist. Ich weiß es nicht. Ich bin mir da immer noch unschlüssig. Kein Plan. Also vom Weiten geht's so. Am besten ist mir der hier unten gelungen. Meine Güte, wo überhaupt ein Heli landen kann. Hier kann einer landen, hier vorne kann einer landen, da hinten. Also man soll nicht sagen, wir sind nicht Heli-freundlich. So, machen wir mal hier weiter. Das muss ja getan werden. Sollte mal wieder eine komplett neue Aufnahmesession. Viel zu tun, viel andere Sachen am Zocken. Wie ihr schon auf meinem Channel gesehen habt, zocke ich im Moment auch GTA Online ganz gerne. Da ist so ein bisschen untertrieben, das suchte ich eigentlich schon ganz schön.
So. Ich habe erst gedacht, ob ich vielleicht so ein GTA Online so eine Art Let's Play mache. Aber da habe ich mir gedacht, ich habe, wo ich GTA Online am Anfang gezockt habe, boah, wie oft ich am Fluchen war und mich aufgeregt habe. Ah, das habe ich auch in der Beschreibung vom Video geschrieben, das wäre echt nicht jugendfrei. Das wollte ich mir dann auch nicht so unbedingt antun, wenn ich dann nur ins Mikro brülle, mich ständig aufrege. Also welche anderen kleinen Spacken einen abschießen, obwohl man gerade erst gespawnt wurde. Ah, ist manchmal schon echt fies. Aber das macht richtig Laune, ey. Also kann ich nur empfehlen, wenn ihr PS3 hat oder eine Xbox, zieht euch das Spiel. So. Hier auch nochmal hoch. Alles weiße. Na, ihr kleinen Schweinchen da hinten. Ich wollte gerade sagen, sind ein paar wenig Tiere geworden. Ja, sind aber auch. Es waren mal mehr Tiere hier. Ja, kann man verstehen. Grillsaison, ne? So, hier auch hoch. Ja, und wie gesagt, neue Aufnahmesession. Ich musste mich gerade nochmal erstmal richtig reinfinden, wo ich zuletzt aufgehört habe zu bauen, was ich so hier alles in den Räumen gebaut habe. Und, wo die aktuellen Baustellen sind, was man wieder angeht hier. Ja, das ist ja nicht einfach so, dass man hier so ein Game zockt, so mit Story. Und das Spiel begleitet einen ganze Zeit automatisch dadurch. Hier muss ich mir mal Gedanken machen, was baue ich als nächstes, was zeige ich euch, was könnte noch interessant sein, wie geht die Stadt, also wie geht die Stadt weiter, wie mit den Gebäuden, was kommt als nächstes, wo kommt das Gebäude. Ah, man muss sich viele Gedanken machen, auf jeden Fall. Aber das mache ich auch gerne. Und so ist es jetzt. Das ist kein Dingen. Was man anfängt, muss man auch zu Ende bringen, ne? Leute, von heute. So, hier auch nochmal hoch. Boah, jetzt machen wir den aber eben fertig hier. Auch wenn es ein bisschen eintönig ist. Aber jetzt ziehe ich das hier hoch. Ist ja auch nicht mehr viel. Ist ja nur noch das. Ja, und dann muss ich mal schauen, wie ich die Etagen hier aufteile. In dem Einbettenturm habe ich ja zwei Etagen drinne. Ah, ich finde das aber auch schon ganz in Ordnung. Weil die Deckenhöhe muss auch stimmen. Weil wenn das alles zu niedrig ist, dann sieht das eher aus wie eine Höhle. Nee. So. Auch nochmal. Kommt schon. Machen wir hier so einen Streifen lang. Blub, 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 blub. Verkehrt. Am besten gefällt mir noch das Kreuz. Finde ich richtig geil. Das feiere ich richtig, meine Güte. So. Komm schon, komm schon. Komm. Jetzt das Finale. Komm. Apropos Finale. Die Deutschen, die haben sich ja super geschlagen, ne? Ich sag nur 7-1 hier. Direkt eine Klatsche. Jetzt müssen wir nur noch ein Spiel gewinnen. Gucken wir. Heute Abend. Also ich nehme ja jetzt auf, die Folge wird. Wann wird die rauskommen? Wann wird die rauskommen? Donnerstags, genau. Also, wenn die Folge rauskommt, haben gestern schon Niederlande gegen Argentinien gespielt. Und dann steht unser Finalgegner fest. Da bin ich mal gespannt, wer es wird. Unsere Nachbarn, unsere Wohnwagen, Holländer oder unsere südamerikanischen Freunde. Mal gucken, ne? So, was mache ich jetzt hier? Ich mache jetzt mal einen dicken Sprung hier rein. Batsch. Batsch, Matsch. Ach, hier muss ich auch noch einiges machen. Oh, hier ist die Lobby. Ach, hier muss ich auch noch, glaube ich, so einen Empfang ziehe ich hier rein. Oh, wer lässt denn die Tür auf? Zieht. Mensch. Ah, gibt überall noch Kleinigkeiten, was zu tun. Gibt überall Kleinigkeiten noch, was zu tun? Was ist das denn für ein Deutsch? Fetter Himmel. Richtig fetter Himmel. Ja, machen wir erstmal, legen wir mal mit der Treppe los, ne? Treppe, Treppe, Treppe. Welche haben wir benutzt? Oh Gott, ich glaube, die haben wir benutzt, ne? Dö. Ich muss mal gerade was schauen. Nicht, dass wir jetzt hier eine komplett andere Treppe bauen. Ne, das passt genau. Wo habe ich die denn angesetzt? Aha. Ah, ich versuche mal so exakt zu bauen wie hier. Okay, vier sind frei.
Wir sind frei. Wir sind frei. Eins, zwei, drei, vier. Also dann. Einmal drehen hier. Passt das? Nein, geh mal weg. Eins, zwei, drei, vier. Ja, sieht auf jeden Fall. Ich will hier exakt so aus. Ich dachte gerade, das wird dunkel. Es liegt daran, dass wir in dem dunklen Loch hier sind. Ah, ne, wir machen das erstmal anders. Wir machen erstmal komplett hier die Treppe rein. Die Stufen können wir nachher noch hinsetzen. Komm schon, komm schon. Oh, ich muss gleich mal gucken, wie hoch die wird eigentlich. Könnte schon ein zu hoch sein. Ich versuche das so exakt zu machen wie nebenan. Ja, wenn es ein bisschen anders wird, ist nicht schlimm. Da werde ich die Etagen dann angleichen. Weg mit dir. Wie viel habe ich denn jetzt da? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ach, dann laufen wir mal wieder rüber. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann kommt die Etage. Was bleibe ich denn hier hängen? Kann man den fünften Block noch sehen? Okay, den fünften kann man noch sehen und obendrauf kommt die Etage. Meine Güte, immer der Schwebemodus hier. Was machst du denn hier? Ah, es wird doch schon dunkel. Dann machen wir mal ein Nickerchen hier. Schön hier unten drunter. Gute Nacht. Ach, da sind wir schon wieder wach. Da habe ich einmal weggeguckt. Entschuldigung, Leute. Gar nicht gemerkt, dass ich schon wach bin. Ich musste gerade mal auf die Uhr spähen. So, 5. Wir setzen erstmal die Etage drauf. Schwebemodus. Die fünfte konnte man noch sehen, ne? War das jetzt so? Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Bin ich jetzt Banane? Jetzt muss ich mal schauen hier. Okay, die fünfte ist da. Ah, nein. Das ist ja gar nicht so. Das sind ja hier die Glowstone-Lampen. Die habe ich ja drunter geknallt. Ah, Gottes Willen. Ach, baue jetzt einfach. Das ist ja blöd, immer hin und her zu laufen, gucken, wie die Treppe aussieht. So ein Shit, das lassen wir. Wir machen jetzt hier. Weg mit dir, weg mit dir. Weg, weg. Nein, komm, Schwebemodus. Wir bauen jetzt hier die Etage hin. Die Idage. War meine Kraft. Oder war deine Kraft? Man weiß es nicht, ne? So. Ich denke, in dieser Folge werden wir noch die fertig kriegen hier, die Etage. Und dann machen wir in der nächsten Folge mal weiter. So. Ah, ich werde aber nicht exakt die so bauen wie nebenan die Etagen. Mal gucken. Weil jedes Mal jetzt rüberlaufen, gucken, wie es aussieht. Nee, das ist jetzt nicht mein Ding. Ich baue hier jetzt frei nach Schnauze. Komm, komm. Wo ist denn die Treppe eigentlich? Ach, hier. Muss ich mal gerade gucken, wie ich die jetzt zubaue. Ich glaube, so war das. Ja. Weil hier kommen ja noch Lampen drunter. Hier. Ich glaube, die Decke ist ein tiefer als nebenan. Aber wen stört das schon hier? Ein tiefer. Muss man gerade hier eine Treppe hier reinlegen. Eins, zwei, drei. Ja, genau so passt das wieder. Optisches, räumisches Vorstellungsvermögen sollte man echt schon haben. Deswegen sollen es ja auch keine Frauen spielen. Nein, natürlich Scherz. Na, das war natürlich nur ein Scherz, Leute. Was machst du denn da oben? Ey, das ist aber mal dreist. Nur weil das hier alles Wolle ist, denkst du, das ist gleich dein Haus hier? Hey, du bist in mein Haus. Geh raus, geh raus. Sonst sperren wir dich ein hier. Sonst kommst du ins Krankenzimmer. Ganz schön dreist, diese Tiere von heute. Früher sind sie noch schön im Stall geblieben.
oder hinterm Zaun. Heutzutage laufen sie direkt schon in den Etagen rum vom Krankenhaus. Ja, die Tiere übernehmen die Welt. Passt auf, Leute, passt auf. Planet der Affen hier. Oder Planet der Sheeps. Planet of the Sheeps. Jo. Weil jetzt kommen ja noch diese Glowstone-Lämpchen. Die Lämpchen. Ha, Lämpchen. Zweideutig. Oben haben wir ein Lämpchen und hier unten haben wir jetzt auch Lämpchen. Oh. Oder ist sie genauso hoch, die Decke? Kann auch sein. Aber so. Nee, ich meine, die ist ein tiefer. Ja, genau. Besuch mal deinen Freund hier. Voll dreist. Ja. Ach nee, doch nicht. Du bist dasselbe. Ich dachte erst, ihr werdet jetzt schon zwei. Kommst du runter? Komm runter. Helf mir mal beim Bauen hier. Und tschüss. Ja, dann lassen wir das eben oben. Wir haben ein Herz für Tiere. Für virtuelle Tiere. Da so, so. So. Mache ich jetzt mein kleines Folgenpäuschen, Leute. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge bei Meine Kraft oder Let's Fackel. Bis dahin. Ciao.